Wenn man bestohlen wird, wie geht man damit um? Und wie kann man sogar noch den Schwung für sich nutzen? Stell dir vor, dir klaut jemand 50 Euro. Und du sagst, das kommt ja sowieso wieder zu mir zurück. Und du kannst dir ganz sicher sein, der was dich beklaut hat, der verliert irgendwo garantiert 50 Euro oder mehr. Weil in der Natur wird alles vermehrt. Und bei dir kann sein, dass du mehr als die 50 Euro wieder irgendwo durch eine andere Gelegenheit zurückbekommst. Einfach so. Also passiert uns gar nichts, wenn wir bestohlen werden. Ein YouTuber hat ein Video gemacht und der ist auch beklaut worden. Jemand hat was runterkopiert und für sich verwendet und hat die Quelle nicht angegeben. Und der Beklaute hat daraufhin ein Video gemacht auf seinem Kanal. Genau zu diesem Thema, dass er beklaut worden ist. Und der hat dadurch einen riesen Aufschwung von Abonnenten gekriegt. Den hätte er sonst nicht gekriegt. Und da sehe ich mir, dass wenn wir beklaut werden oder ungerechtfertigt behandelt werden, nachher gleicht es das Leben, die Natur, ganz automatisch wieder aus. Wir dürfen nur eins nicht tun. Uns ärgern, uns aufregen und vielleicht nur analysieren, was wir jetzt da falsch gemacht haben. Einfach nur laufen lassen, weiter fließen lassen, nachher kommt alles, was wir verlieren, automatisch wieder zu uns zurück. Und dann können wir sogar noch den Schwung nutzen und nachher wird es vielleicht noch besser oder wir kriegen was Lässigeres. Wie zum Beispiel bei dem YouTuber. Er hat mehr bekommen, weil er beklaut worden ist. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon. Fetti, Servus.